Hallo Michael, du hast hier einen super genialen Barmix-Roboter. Kannst du etwas darüber erzählen, wie der funktioniert? Ja, also das ist der Melmac. Und wir haben hier einfach mal 8 Flaschen eingespannt, wie man sieht. Und unter diesen Flaschen fährt dieser Wagen da durch. Stellt man dann hier einen Becher hinein. Wir können es dann nachher auch noch in Aktion sehen, aber ich erkläre es gerade einmal kurz. Der Wagen fährt dann da durch, lässt die einzelnen Zutaten dann in den Becher hinein. Und fährt dann bis zum Schluss weiter noch. Da kommen dann noch Säfte dazu, aus diesem Becher und Säfte dazu. Und ich würde sagen, am besten führen wir das Ganze jetzt einfach mal vor gleich. Bitte, ja. Nehmen wir Touchscreen. Ja, mit Touchscreen-Bedienung, genau. Kann man da auswählen, dann sieht man hier auf der Seite die Rezepte, was im Cocktail drinnen ist. Und ich würde sagen, wir machen einfach gleich einmal einen Tequila Sunrise. Der ist jetzt zurückgefahren, stimmt das? Ja, wenn die Position nicht ganz stimmt, ein Stück zurückfahren noch. Wirklich alles funktioniert. Die werden problematisch. Ist doch deppert. Der rührt um? Der rührt um, genau. Und jetzt ist der Cocktail dann fertig. Und auf diesem Fähnchen kann man ja noch schauen. Da steht dann hier auch noch drauf, wie der Cocktail heißt. Das heißt, das druckt er live aus? Das druckt er live aus. Da ist unser Logo drauf und unsere Webseite. Moment. Wie heißt, kannst du das vorlesen? Melmac. Melmac. Mit 2 C geschrieben, www.melmac.at. Okay, wie kommt man auf so eine Idee? Wir waren vor Jahren einmal auf der Robo Exotica zu Gast und haben dort gesehen, es gibt nette Roboterideen, aber es ist nicht ganz das, was wir uns vorstellen. Ja. Und dann haben wir einfach mal angefangen zu bauen. Und ja, voriges Jahr waren wir das erste Mal dann ausstellen und haben jetzt seitdem weiterentwickelt noch und immer neue Sachen dazu. Und das war eigentlich einmal die Motivation, dass wir einfach gesehen haben, ja, wir wollen auch sowas bauen. Cool. Ihr seid Studenten, oder? Wir haben studiert, wie wir angefangen haben. Inzwischen sind wir fertig jetzt. Ja. Und also technische Informatik, Wirtschaftsinformatik haben wir gemacht, also ein bisschen in die Richtung. In Wien, auf der TU. Und ja, das Ganze ist aber als reines Hobbyprojekt, wirklich nur. Also nicht im Rahmen des Studiums oder irgendwie mit kommerziellen Absichten, sondern wirklich für uns in der Freizeit. Ihr habt schon Anfragen bekommen von großen Restaurantketten oder so? Das noch nicht. Was wir gemacht haben, ist, dass wir voriges Jahr waren wir bei 3 oder 4 Firmen feiern, die uns gemietet haben, so für einen Abend irgendwie und dort ausgeschenkt haben. Ja. Und so. Und wir waren auch in Basel in der Schweiz bei einer Museumseröffnung einmal. Wir haben dort eine Roboterausstellung gehabt und haben gedacht, sie brauchen irgendwie eine Attraktion für die Eröffnungsveranstaltung. Und da haben sie uns dann gebucht dafür. Also so in die Richtung, eher nicht, dass wir fix ausstellen irgendwie, sondern eher irgendwo hinfahren. Ja. Zu das heißt, man kann euren Roboter und euch wahrscheinlich dazu mieten für kann eine man Veranstaltung. Auch, genau, ja. Und bei so einer Veranstaltung, die Leute tun dann mit dem Touchscreen sich das selber mixen oder braucht ihr schon einen Maschinisten sozusagen? Ja, es ist gut, wenn jemand dabei steht von uns, der es ein bisschen erklärt immer und der auch eingreift, wenn ein bisschen was schief geht vielleicht oder so. Aber grundsätzlich können es die Leute auch selber bedienen. Verstehe. Gratulation, super. Dankeschön.